Einen schönen verregneten Tag wünsche ich. So, ist das Mikro auch an? So. Wir haben jetzt den Auftrag bekommen. Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meine Liebsten ruf ich dir zu. Und? Ja. Willst du mich noch abwerfen? Das war ein bisschen merkwürdig, aber es hat wohl funktioniert. Damit geht's also zurück nach Tallenberg, dahin. So, einmal markieren. Dann müssen wir nochmal dahin reiten und ja, dann da drüben. Aber eins nach dem anderen. Erstmal das Pferd abgeben. Können wir querfeld ein? Ja, aber sicher. Ja. Finden wir es raus. Nervig ist natürlich immer nur so ein Zaun, wenn man einfach nicht weiterkommt. Ansonsten. Oder natürlich ein Hang. Oh, hier ist ein Teich. Hier gibt's doch garantiert irgendwas zu klauen, oder? So oft gibt's einen Teich noch nicht. Naja, man muss sein Glück jetzt nicht herausfordern, ne? Ich sehe mal zu, dass ich hier wegkomme. Schnellreise ist leider... Doch, Schnellreise ist doch möglich, oder? Hä, wieso will ich denn hier... Warum sollte ich denn das ohne Schnellreise machen? Total bescheuert. Gar nicht auszudenken. Pferd haben wir, fehlen noch zwei weitere Geschenke. Also würde ich mal vorschlagen, wir verziehen uns gleich mal nach Ratai. Und dann zum Schluss nach Lidetschko oder Sasau? Sasau, oder? Da gibt es auch noch dieses eine Diadem, meine ich, das noch nicht fertig war. Und dann haben wir hierfür doch schon alles. Dann ist diese Sidequest abgeschlossen, erfolgreich, mit Bravour und Hallo. Wohin? Ah ja. Eine erstaunlich lange Ladezeit später. Zwei erstaunlich lange Ladezeiten später. Was? Wofür? Was wurde denn jetzt geladen? Das ist doch... Hallo? Hallo? Ah, da ist er. Gar nicht schlecht. Okay, dann mal wieder nichts wie weg hier. Und zwar mit einer flinken Schnellreise dahin. Das ist mir ein bisschen zu weit weg. Deswegen nehme ich auf jeden Fall das Pferd und setze mich da drauf. Dann ist man ein bisschen besser geschützt, sollte man doch mal angegriffen werden. Ja, komm, lass dir Zeit. Mach's ja bequem. Gib ihm. Noch wurden wir auf dem Weg noch gar nicht überrascht. Also bis auf einmal, wo wir manuell praktisch durchgelaufen sind und nicht per Schnellreise. Aber es kann... Und da ist es passiert. Fliehen, 38% Chance. Scheiße. Das ist vor allem in den ersten Stunden des Spiels einfach super scheiße. Nein. Nein, du Pimmel, Alter. Entschuldigung. Oh fuck, das sind vier Leute! Aber wenn ich Glück habe, treffen die anderen ihn auch. Scheiße, der steht immer noch. Alter, wie viel kann er da ab? Nee, Kollege, ganz sicher nicht. Es bringt nichts, gegen die zu kämpfen. Hab ich gar keinen Bock drauf jetzt. Weg, 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 weg.
Da ist die Schenke, oder? Ich meine schon, oder? Ist das nicht hier? Nee, ausgebrannter Bauernhof. Das ist sowas von überhaupt nicht hier. Wieso sind die Schwerter noch da? Also jetzt nicht mehr da. Puh. Das war eine ganz schön enge Box. Jetzt geht's weiter. Wäre jetzt geil, wenn er genau wieder zu den Banditen zurückgelaufen würde. Ey, das wäre sowas von dämlich, aber möglich. Hier ist auch eine Schnellreise. Kann ich jetzt nicht so abbrechen? Shit, kann ich nicht. Das wäre halt hammergut. Können wir direkt zum Schnellreiseort. Und es ist Nacht. Und es dreht sich rundherum und dauert einfach nur 30 Jahre. Okay, zwei Sachen holen wir. Ich ziehe jetzt auch diese Mission durch. Da können wir dann einen riesen Haken hinter machen. Ich habe auch überhaupt gar keine Übersicht, welche Mission wann kommt. Das ist halt echt das Problem teilweise. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Hauptquest durchziehen würde, dann würden mir halt einige Nebenquests flöten gehen. Und das will ich immer so gar nicht. Hey! Ich was? Nee, er kann mir nichts erzählen. Alex kann mir was erzählen. Gelobt sei Jesus Christus. Na, vielleicht später. Ich muss aus diesem B, oder? Oder muss ich hin? Jetzt zum A. Ah ja, okay, da bewegt sich das auch schon. Sind wir also schon ganz schön nah dran. Ladenwache. Ach, jetzt haben die natürlich wieder geschlossen, ne? No. Aber Fackeln liegen hier noch rum. Ja, dann warte ich jetzt einfach, bis es... Scheiße, ich muss auch pennen. Was mache ich denn danach? Und stehe hier einfach nur jetzt die ganze Nacht mit einer Fackel in der Hand vor einem Laden rum. So, wie ich das auch sonst mal mache. Und denke über alles nach, löse 1, 2, 3 Sudoku. So. Jetzt ist wieder geöffnet. Wunderbar. Und moin. Beste Grüße. Konrad Hagen. Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. Enttäuscht. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Jetzt muss ich den Scheiß auch noch gewinnen. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Das ist natürlich cheap. Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Was, ich verliere? Wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Mir auch für dich. Und jetzt zerlege ich deinen Laden. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, und vor allem pennen. Aber dann wird jetzt erstmal was gefuttert. Die Brezel ist, noch, ist das schon ein bisschen borstig, aber für so einen Heinrich langt das doch. So, Trinkwasser. Oh, das war ja eine elegante Spawn-Nummer. Ja. Ganz krass müde bin ich noch nicht. Ich hoffe, das reicht noch für den Bogenschießwettbewerb. Aber das ist morgen, ne? Das ist gar nicht heute, oder? Scheiße, ist er jetzt unter mir? Wieder gar nicht abgeliefert. Also einmal komplett um das Gemetzel rum, okay.
so. Guten Tag. Hier geht's rein. Ups. Okay, gut. Das hätte man sich auch schenken können, aber jetzt ist es halt passiert. So, ich versuche mal erstmal zu speichern, bevor das hier losgeht. Guten Tag. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Mhm. Ja? Das passt schon. Gut. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Mach's gut. Also ich muss jetzt nicht bis zum nächsten Tag warten. Es geht sofort los. Boah, scheiße. Ich bin noch viel zu schlecht dafür. Hallo, Bogen. Ist das bei den Pfeilen irgendwie relevant? Fliegt irgendeiner besser? Verbesserter Jagdpfeil vielleicht? Ich versuch's mal. Naja. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Das war schlecht. Ey, sonst lade ich das nochmal neu. Ich will es auf jeden Fall gewinnen. Oh scheiße, das wird ja gar nichts. Wieso sind die denn alle so gut? Oh, kein Pfeil mehr auf Tasche. Das ist schlecht. Komm schon. Ah, der alte Ruch ist ganz schön krass. Aber Heinrich ist auch nicht so schlecht. Na? Na? Ah, komm, das wird wohl reichen. Das habe ich doch jetzt eingetütet, oder was? Und wie läuft der Hase? Oder wie rennt das hier? Und das sogar noch halb angetrunken und mit Schlafmangel. Das kann nur ich. Ha! Gewonnen. Her mit dem Schnaps. So Leute, packt mal ein und verfatzt euch, ja? Kollege, ran damit. Gratulation an den Sieger. Und hier, wie versprochen, ein Fässchen des feinsten Weines der Provinz. Hab Dank. Na also. Yippie-juhe. Und, wollt ihr noch was dazu sagen? Guten Tag, wie kann ich helfen? Schade. Ich dachte, er ärgert sich zumindest ein bisschen. Gut. Dann nehme ich aber jetzt mal die Chance wahr, gehe hier mal pennen. Und dann holen wir uns das letzte Geschenk. Dann können wir zu Herrin Stephanie und that's it. Hallo? Finster. Miss Finster. Es fängt schon an zu schwanken, weil es so müde ist, oder? Vor allem jetzt. Ah! Hast du mich erschreckt? Habe ich was in der Satteltasche? Jo. Das kommt erstmal alles schön ins Inventar. Und dann kommt das aus dem Inventar in meine Schatzkiste. Das braucht keiner. Das braucht kein Mensch. Das ist schon mal Quatsch. Ja, komm, und diesen ganzen Brandfein und so. Wojtek, da soll ich ja nochmal hin. Na gut. Aber jetzt wird erstmal geschnuzelt. Puh, 17 Uhr reicht, da hat man noch ein bisschen was vom Tag. Und... Jo.
Aufstehen. Und jetzt geht... wie er hier reingeslidet ist, das war ja sehr elegant. Meins. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataia-Turnier? Nee, und ich kann nicht glauben, dass du das jeden Tag fragst. So. Jetzt muss ich mal zusehen, wie wir da hinkommen. Ich meine mich zu entsinnen, dass hier hinten noch eine Brücke war. Oh geil, Reiten, neuer Spezialisierungspunkt. Den sollte man vielleicht wahrnehmen. Fertigkeiten, Reiten. Dein Pferd kann mehr tragen, ist jedoch langsamer. Dein Pferd ist schneller, verliert jedoch einen Teil seiner Tragekapazität. Ich kann mich nicht entscheiden, ich lasse es. Bist du immer so unentschlossen? Hm, weiß nicht. Ja. Gib Gas. Mein TÜV läuft ab. Na. So, also erstmal sind wir jetzt auf dem Weg Richtung Ledeczko, entdecken jetzt noch einen Bildstock. Was auch mal ein Bildstock genau ist. Da hinten irgendwo ist der eine Müllermeister. Da hinten, das Häuschen da. Der könnte euch mal diese Röcke bekommen. Da ist ein Nest, das habe ich noch nicht runtergepfeffert. Kommt noch. Eigentlich könnte man auch erst zum Müller und ihm das geben. Nee, komm. Jetzt sind wir schon mal unterwegs. Und dort ist die nächste kleine. Das nächste kleine Städtchen. Schönes Gelb. War noch nicht im Ernst so bunt, oder? Die Kleidung damals? Ledeczko, du hast entdeckt. Gesprochen wie Yoda, ich habe. Da ist ein Auftragsgeber. Ja. Mit dem kleinen Sternchen. Ja. Ich lasse ihn mal erstmal. Ja. Und sieh mal zu, dass wir jetzt hier Herrin Stephanie das geben, was sie möchte. Servus. Jo, Schnellreiseort entdeckt, das ist immer wichtig. Schneider ist hier auch am Start. Das war ein Händler, habe ich so gesehen. Krämer. Händler fehlt noch. Kommt nicht mehr, schade. Dann gibt es wieder Honig. Oh. Da habe ich mich kurz ablenken lassen. Ja. Ey, wo ist denn ganz hin? Das ist ja... erstmal Päuschen. So, erstmal einen Schluck trinken. Dein Trinken ist wichtig. So. Ja. Weiter. Hier ist ein Mensch. Da war ein Mensch. Ach du Scheiße. So, hängen die da zur Abschreckung oder was soll das? Oder aus Langeweile? Du hast entdeckt Sarsauer Wälder. Ja, die Karte ist schon relativ akkurat nachgebaut, wie es halt im echten Tschechien aussieht. Ein bisschen sind die Orte zusammengerückt, vor allem ist Skalitz viel näher an Ledeczko, Rataj und so weiter rangerückt, weil er eben doch ein bisschen sehr viel Open Space praktisch war mit Feldern, Wiesen und so weiter. Das hat man geändert. Einfach nur, damit die Spieldynamik besser ist. Und ist nicht so weit ab vom Schuss ist. So, hier suchen wir also auch nicht hin. Dann geht's weiter. Ich mache jetzt mal Querfeld ein. Vielleicht entdeckt man noch zufällig was hier irgendwo im Beet. Eine Höhle oder wieder so ein Grab oder irgendwas. Da hinten vielleicht? Na, weiß man nicht. Ja. So, da ist ja schon Sasau. Das ist das Kloster. Der Turm, den gibt's heute noch so. Ziemlich exakt. Was schon ziemlich cool ist, wenn man das mal so side-by-side nebeneinander hält. Was halt side-by-side heißt. Hallo, mein Name ist Redundant. Ich wohne hier. Redundanz wäre besser gewesen, ne? Na egal. Das ist ein Gasthof. Hier könnte man sich eigentlich auch ein Bett... What? Scheiße, ach so, das Turnier. Oh, pass doch auf, du Flegel! Du hättest mich fast umgebracht! Ja, muss ich zu denen jetzt nicht? Ich lass es erstmal.
Ich habe jetzt erstmal was anderes zu tun. Das waren zwar Matthias und Fritz, wenn ich mich nicht irre. Aber die kann man später auch noch antalken. Es eilt ja nicht. Und ich würde eher gerne die Quests machen, die jetzt eilen, wo man ein Zeitfenster hat. So. Okay, da bin ich ein bisschen daneben geritten. Hier sind wir richtig. Boah, ich muss niesen. Ja. Boah, zusammenreißen. Hä? So, Leute, werde ich auch mal gearbeitet? Wer bist du denn? Beste Grüße. Beste. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten. Aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavit aufspüren könnte. Irgendjemand. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde. Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Fizek. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sasau entlang ritt und den Steg über die Furt passierte. Offenbar kam er nie hier in Sasau an. Gut, ich werde ihn suchen. Aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Mach's gut. Jo, kann er noch was beitragen? Nee, Florian kann wieder nix. Schön. Also, der Typ, der mit dem Edelstein unterwegs war, ist irgendwo in der Versenkung verschollen und da muss man jetzt hin. Also anscheinend da drüben hin. Okay. Dann würde ich das jetzt mal direkt machen. Und ich meine, dass es ganz smart wäre, vorher zu speichern. Es gibt ja im Prinzip zwei Optionen. Entweder der Typ hat sich gedacht, boah, was ein schöner Stein. Den nehme ich jetzt, packe mir noch einen Schlafsack und ein Zelt mit ein und dann mache ich mir einen schönen. Oder er wurde eben fies überfallen und ja, ist nicht im Meer. Als ein kleiner Plagegeist. Ich glaube, dass er überfallen ist. Aber schauen wir gleich mal nach. Richtig ärgerlich wäre, wenn... Oh, was ist das? Da schaue ich doch mal lieber nach, neugierig wie ich bin. Und was das ist, sehen wir dann gleich.